So. Ja, ich hoffe, dass es irgendwann geht. Bei euch. Vielleicht liegt es auch am Game. Weiß es nicht. Weil es so viele wieder streamen oder was? Und ich dann noch denselben Servern bin? Oder den ähnlichen? Ich habe keine Ahnung. I don't really know. Oh. Was soll denn da noch Schönes? Ist da noch was drin? Nee. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Fiber ernten. Und unsere Fackel ist im Arsch. Ich finde es ein bisschen schade, dass man... Ganz schön neblig gerade. Hello, someone here. Monty Army. Eieieiei, ganz schön neblig. Hab ich das schon gesagt? Und schön. Das ist natürlich wirklich unschön. Wie nutze ich denn nur Hände? Wie kippe ich denn durch Fists? Iron Sights, Toggle Fists Q. Okay. Alles klar. Komm, wir brauchen mehr Fiber. Ich bin mir nicht sicher, was das war. Bin hier. Keine Ahnung, wo hier ist. Hallöchen, Pennywise ist auch da. Aber ich glaube, ich werde es auch nicht so lange spielen. Das ist nicht von der Performance her auch gerade irgendwie jetzt auch schlechter als heute Morgen. Entsprechend macht das für mich jetzt auch nicht so viel Spaß, weil es stinkhässlich aussieht, weil ich natürlich Details extrem weit unten habe. Und ich bin halt schon so eine kleine Grafikgure, muss ich gestehen. Deswegen... Lang wird es das nicht geben, so viel ist sicher. Schnell mal noch ein T-Shirt machen. Einfach nur, weil wir es haben gerade. Zack. T-Shirt an. Jetzt gibt's mal hier mit der Kröti eins. Ja.
Oh. Oh, jetzt fängt es direkt an zu regnen, weil der liebe Gott das nicht gesehen hat. Er findet das nicht so gut, dass ich hier seine Tiere vermöbel. Alter, da wird man ja Epileptiker, ey. Unser erster Kill. Das war ja was. I like it. Jetzt könnten wir schon eine Foundation machen. So, warte mal. Speer ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, warte mal. Wo ist denn jetzt der Schlafsack? Ach, ich brauche noch ein bisschen mehr Leder, sozusagen. Nun gut. Jetzt kann ich den natürlich den Schlafsack hier nicht auslegen, aber es ist hier gerade echt performance-technisch unglaublich am abnerven mich. Leck wie die Hölle. So, Freunde. es war ein sehr kurzes Vergnügen. Tut mir leid. Wir steigen einfach mal direkt um in den. Ne? Ihr wisst schon. Echt hat der? Ne, der hat Angst vor dem Gewitter. Das kommt vielleicht ja wirklich noch. Man weiß es ja nicht. Ich hole noch mal kurz was so Ding vorne. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen Unheil. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich. Ich
Spiel ist auch wieder weg. Alter, was ist denn hier los? Rittersporn wieder vereint. Ja, nee. Geralt wusste jetzt, dass das er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Nee. Irgendwie. Okay, Stream läuft wieder. Okay, super. Das ist ja schon mal was. Dieses mein Spiel ist abgestürzt. Okay. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. So, Freunde, da sind wir. In diesem Sinne auch für die da draußen, die es vielleicht später auf YouTube sehen. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Witcher 3. Die Abenteuer von Geralt von Riva. Und wir sind mittlerweile natürlich auch in Novigrad angekommen. Und aktuell sollen wir Rosmarin und Thymian mitsuchen. Und das machen wir jetzt auch mal. In der Zwischenzeit kann sich der Schafzahn ja mal überlegen, ob er mir... Was ist denn hier los? Was macht ihr hier? Na, warte. So, das war's. Die Gauner. Was haben die denn hier gemacht? In letzter Zeit regnet es häufig. Ist wohl was dran. Dass wir wieder ins Spiel kommen. Wenn man so viele Spiele immer wechselt hin und her, das ist echt... Wenn es nicht alles dasselbe ist, das ist echt gar nicht so einfach, Freunde. Da schätzt das mal nicht. Scheiß Regen. Tja, nachts um 3 in Novigrad. Es regnet da. Meine Kleider waren durchnässt. Und ich spürte, wie die kalten Tropfen mein Gesicht peitschten. Die eisige Nadelspitzen. Geht nicht. Muss ich am Tag wiederkommen, ne? Muss ich kommen am Tag wieder? Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer! Ja, geht doch. Ich wollte mich schon wundern, nachts. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt! Das ist eine gute Ansage. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Ja, klar. Mit Vergnügen. Logisch. Bisschen Faustding. Reißt euch zusammen, Jungs! Wir müssen ihn umzingeln!